Natürlich, meine Lieben, behalten wir eine alte Tradition bei, nämlich unsere Lagerfeuergeschichten. Einige Menschen haben mich angeschrieben und gesagt, mega cool, dein neuer Auftritt und auch das Intro passt viel besser zu dem, was du jeweils danach in den Podcast-Folgen erzählst. Aber bitte mache weiterhin regelmäßig auch Lagerfeuergeschichten. Selbstverständlich gehe ich diesem Wunsch nach. Mal abgesehen davon, dass ich nie in Erwägung gezogen habe, euch alleine am Lagerfeuer ohne Geschichte sitzen zu lassen. Du bekommst also heute die erste Lagerfeuergeschichte auf dem Reconnect Podcast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich, hol dir vielleicht noch etwas Feines zu trinken. Und dann genieße die heutige Folge. Ein Mann hatte die Möglichkeit, vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen. Er hielt einen 50-Euro-Schein in die Höhe. Er fragte: Wer möchte diesen Schein haben? Alle Hände gingen sofort hoch. Er sagte: Ich werde diesen 50-Euro-Schein einem von euch geben oder einer. Aber zuerst lasst mich etwas tun. Er zerknitterte den Schein, dann fragte er: Möchte ihn immer noch jemand haben? Die Hände waren immer noch alle oben. Also erwiderte er: Was ist, wenn ich das tue? Er warf ihn auf den Boden und rieb die 50 Euro mit seinen Schuhen am dreckigen Untergrund. Er hob den Schein auf. Er war zerknittert und völlig dreckig. Nun, wer möchte ihn jetzt noch haben? Es waren immer noch alle Arme in der Luft. Dann sagte er: Liebe Menschen, wir haben soeben eine sehr wertvolle Lektion gelernt. Was auch immer mit dem Geld geschah, ihr wolltet es haben, weil es nie an seinem Wert verloren hat. Es war immer noch und stets 50 Euro wert. Es passiert oft in unserem Leben, dass wir abgestoßen, zu Boden geworfen, zerknittert und in den Dreck geschmissen werden. Das sind Tatsachen aus dem alltäglichen Leben. Dann fühlen wir uns, als ob wir wertlos wären, aber egal was passiert ist oder was passieren wird, du wirst niemals an Wert verlieren. Schmutzig oder sauber, zerknittert oder fein gebügelt, du bist immer noch unbezahlbar für all jene, die dich über alles lieben. Der Wert unseres Lebens wird nicht durch das bestimmt, was wir tun oder wen wir kennen oder wie wir aussehen, sondern dadurch, wer du bist. Du bist was Besonderes und wertvoll. Vergiss das niemals. Und denk daran, einfache Leute haben die Arche gebaut. Fachmänner die Titanic. In dem Sinne, hau rein.